Immer wieder müssen wir in unseren Sendungen über Fälle berichten, in denen Kinder Opfer von sexuellem Missbrauch geworden sind. In diesem Zusammenhang bietet das Österreichische Zentrum für Kriminalprävention für Volksschulen ein Projekt an, das sich Mein Körper gehört mir nennt. Von zwei Schauspielern werden Alltagsszenen gespielt, die dann mit den Kindern besprochen werden. Die Kinder dieser dritten Klasse der Volksschule 8 der Rennerschule in Klagenfurt erleben heute den ersten von drei Teilen des Projekts Mein Körper gehört mir. Nach dem Kennenlernen werden von den beiden Schauspielern Alltagsszenen vorgeführt. Die Kinder sollen sich damit die Frage stellen, habe ich ein Ja- oder ein Nein-Gefühl? Beispiel, ein Mädchen sitzt im Bus, eine fremde Person legt den Arm um seine Schulter. Aber Kathi, wie fühlst du dich? Blöd. Die Schauspieler besprechen die Szenen unmittelbar danach mit den Kindern. Dabei können auch Fragen gestellt werden. Es ist mal prinzipiell so, dass jede Klasse unterschiedlich ist. Das heißt, wir sind auch da als SpielerInnen sehr, sehr gefordert, im Grunde, dass wir die Klasse da abholen. Unsere Aufgabe am Anfang ist es einfach, Vertrauen zu schaffen. Und da gehen wir dann immer wirklich, wir schauen, was ist in der Klasse los. Ja, wir nehmen uns ganz viel Zeit, sie kennenzulernen. Und deswegen ist auch jedes Mal das anders. Gerade im Umgang mit Erwachsenen tun sich Kinder oft schwer, Nein zu sagen. Der Sinn ist, dass sie zum einen lernen oder wieder lernen, was ein Ja- und Nein-Gefühl ist. Und dass sie das auch sagen dürfen und sollen, wenn sie ein Nein-Gefühl haben, weil sie das oft, sie verlernen das so ein bisschen, weil ihnen gesagt wird, sie sollen halt was machen, obwohl sie ein Nein-Gefühl haben. Klassisches Beispiel ist so das Bussen von der Oma, ja, was sie vielleicht nicht wollen, ja, aber man sagt ihnen, ja, mach's das halt und so weiter. Und die Kinder wissen dann nicht, okay, können sie jetzt auf ihr Gefühl vertrauen oder nicht. 25.000 Kinder konnten in Kärnten in den vergangenen 20 Jahren mit Mein Körper gehört mir bereits erreicht werden. Das Programm wird immer weiterentwickelt. Es gibt zum Beispiel jetzt eine Szene, wo es ums Chatten geht, ja, also wo Kinder chatten sozusagen oder ein Kind glaubt, es chattet mit einem anderen Kind, ist aber dann eigentlich ein Erwachsener. Das hat es natürlich 2001 noch nicht gegeben, da war das noch kein Thema. Die Rennerschule bietet das Projekt seit mehr als 10 Jahren ihren Schülern der dritten und vierten Klassen an. Die Eltern werden im Vorfeld eingebunden. Wir wollen das Selbstbewusstsein unserer Schülerinnen und Schüler mit dem Projekt stärken und sie ermutigen, Nein zu sagen, wenn sie in schwierige Situationen kommen. Und wir wollen ihnen auch im Rahmen des Projektes eben mitteilen, wohin sie sich auch wenden können, wenn sie in so eine schwierige Situation kommen. Ein ernstes Thema. Spielerisch behandelt lässt es die Kinder gestärkt mit möglichen Situationen umgehen.